Und Innenminister Karl Nehammer sowie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf informieren heute im Innenministerium über Schwerpunktaktionen gegen Extremismus und Kriminalität. Worum es da geht, sehen wir uns jetzt an. Vielen Dank, einen schönen guten Morgen. Es ist jetzt 15 Minuten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor knapp einem Jahr kam es zu massiven Krawallen, wenn Sie sich noch erinnern können, zwischen Kurden und Türken im Bezirk Favoriten. Es gab daraufhin immer wieder Folgekrawalle und es war für die Polizei ein äußerst forderndes Jahr, nämlich gerade auch im Bereich darauf und Hinblick darauf, dass man sagt, es geht darum, Grund- und Freiheitsrechte zu schützen, es geht darum, die Versammlungsfreiheit zu schützen. Und wir wurden eben Zeuge dieser Ausschreitungen und es war auch eines klar, die Polizei lässt das nicht zu, die Polizei schützt Grund- und Freiheitsrechte wie das Versammlungsrecht, aber in jeder Hinsicht. Einerseits, dass eine Versammlung nicht gefährdet werden darf und auf der anderen Seite genauso, dass von einer Versammlung auch keine Gefahr ausgehen darf. Wir haben auch erlebt, dass wir deutliche Hinweise erhalten hatten, dass die Türkei Einfluss genommen hat auf diese Krawalle und wir sehen auch jetzt wieder im Konflikt Israel, dass auch hier die Türkei eine unrühmliche Rolle spielt, wenn es darum geht, nämlich in dem Fall auch Präsident Erdogan, Öl ins Feuer zu gießen und sich hier auch wieder mal als Brandstifter zu betätigen. Eines will ich hier ganz klar festhalten, es gibt überhaupt keinen Grund und keine Veranlassung dazu, in Österreich ausländische Konflikte auszutragen. Und wir werden alles daran setzen, genau dagegen auch mit allem vorzugehen, was der Rechtsstaat an Möglichkeiten der Polizei zum Einsatz bietet. Aufgrund der Krawallsituation damals in Favoriten habe ich den Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Dr. Franz Ruf, das Bundeskriminalamt und die Landespolizeidirektion Wien beauftragt, ein System zu entwickeln, das hier alle Facetten des polizeilichen Einsatzes zur Anwendung bringt, um genau so einer Situation auch in der Zukunft Herr zu werden und vor allem eines, die Sicherheit im Favoriten wieder so herzustellen, dass sich die Menschen, die im Favoriten leben, auch sicher fühlen können. In Wahrheit geht es aber nicht nur um einen Wiener Bezirk, sondern um eine Sicherheitsfrage, die die Städte in Österreich allgemein betrifft. Und wir werden das System, das zur Anwendung gekommen ist, im Kampf gegen die Kriminalität in Favoriten auch flächendeckend auf Österreich ausholen. Und diese Bilanz dieser Maßnahmen, dieses systemischen Ansatzes unter dem Kommando des Generaldirektors für öffentliche Sicherheit kann sich tatsächlich sehen lassen. Es gab mehrere Schwerpunktaktionen in einem Zusammenwirken verschiedener Polizeispezialeinheiten und es ist gelungen, mehr als 100 Personen festzunehmen, 164 Anzeigen zu erstatten und bei den Schwerpunktaktionen wurden über 3.200 Personen kontrolliert. Und 100 Festnahmen, das zeigt, wie wichtig es war, genau da Nachschau zu halten, was für Entwicklungen sich sozusagen abseits der gesellschaftlichen Wahrnehmung tatsächlich abspielt und wovon auch dann wieder Gefahr für die Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, ausgeht. Wer sind nun diese Täter, die festgenommen worden sind? Nun zum einen Kleinkriminelle, Jugendliche, viele davon mit Migrationshintergrund. Und die Delikte reichen vom Suchtmittelhandel bis zu Einbruchsdiebstählen, Körperverletzungsdelikte, gefährliche Drohungen oder sexuelle Belästigungen. Warum ist das polizeiliche Einschreiten abseits des wichtigen Faktums, dass Favoriten, ein Bezirk in Wien, wieder sicher sein muss für seine Einwohnerinnen und Einwohner? Es ist deshalb so wichtig, dass wir diese Aktion gestartet haben, weil sie ein Netzwerk zerschlagen soll. Ein Netzwerk, das sich bildet in einem kleinkriminellen Milieu, gemeinsam dann aber dann mit der organisierten Kriminalität und gleichzeitig auch wieder Extremisten, die dieses Umfeld nutzen, um Jugendliche zu radikalisieren und am Ende des Tages im schlimmsten Fall zu Terroristen heranbilden. Es ist notwendig, dass wir hier nicht die Augen davor verschließen, sondern eben mit allen uns zu Gebot stehenden Mitteln genau gegen solche Tendenzen vorgehen. Wir haben durch diesen gezielten Schlag eine Erschütterung der Szene erreicht. Wir haben
erreicht, dass Netzwerke, die gerade im Begriff waren, sich zu bilden, nachhaltig zerschlagen worden sind. Und eines muss allen Beteiligten auch klar sein, wir werden damit nicht aufhören. Wien-Favoriten ist der Anfang. In allen weiteren großen Ballungsräumen wird es ähnliche Aktionen geben. Und darüber hinaus werden wir auch weiter Nachschau halten, dass sich solche Netzwerke und Entwicklungen in Favoriten nicht weiter manifestieren. Gestatten Sie mir, weil es tagesaktuell ist, leider tagesaktuell ist, auch da eine klare Botschaft, weil wir ja jetzt auch immer wieder Demonstrationen in Österreich erleben, wenn es um den Israel-Konflikt geht. Und auch hier, wie gesagt, die Türkei eine Rolle einnimmt, die nicht zur Deeskalation beiträgt, sondern leider zur Eskalation. Das klare Bekenntnis der Republik Österreich zum Staat Israel ist eine klare historische Verantwortung. Es muss uns in unserer demokratischen Kultur Anspruch und Verpflichtung zugleich sein. Und gleichzeitig ist es uns Anspruch und Verpflichtung, dass Jüdinnen und Juden in Österreich sicher leben können, ihr Leben, so wie sie es für richtig halten, auch tatsächlich verwirklichen. Deswegen wird es von unserer Seite ein entschlossenes Handeln und Vorgehen gegen jede Form von Antisemitismus geben und auch ein entschlossenes Vorgehen gegen anti-israelische Handlungen. Die Verantwortung, die Österreich aus seiner Geschichte heraus lebt und zu leben hat, ist uns Auftrag und Verpflichtung zugleich. Bundesminister, Herr Generaldirektor, ich ersuche um Ihre Ausführungen zu den Schwerpunktaktionen. Meine sehr geehrten Damen und Herren Medienvertreter, aufgrund der Ausschreitungen im Sommer 2020, ich darf die Stichworte Ernst-Kirchweger-Haus nennen, aber auch die gezielten Angriffe auf Polizeikräfte und auch aufgrund der Vorkommnisse in der Silvesternacht 2020-2021 wurde ich vom Herrn Bundesminister beauftragt, Maßnahmen zu setzen. Sie alle erinnern sich an die Sonderkommission des BVDs gemeinsam mit dem LVDs. Wir haben in zwei Pressekonferenzen über die Maßnahmen und die Ergebnisse berichtet. Aber darüber hinaus wurden im Herbst über meine Einladungen mehrere Roundtable-Gespräche hier im Innenministerium abgehalten. Unter Einbindung des zuständigen Sektionschefs und Experten des Integrationsministeriums, aber auch des Magistratsdirektors, er war mit vier Expertinnen und Experten hier anwesend, haben wir die ganzen Maßnahmen, die in Favoriten notwendig sind, aus sozialpolitischer, integrationspolitischer, aber auch aus sicherheitspolizeilicher Betrachtung erörtert und die Maßnahmen, die notwendig waren, aufeinander abgestimmt. Darauf aufbauend habe ich in der ersten, zweiten und dritten Jännerwoche eine entsprechende Analyse beim Bundeskriminalamt in Auftrag gegeben. Diese wurde sehr detaillierend vorgenommen und es hat sich gezeigt, dass der 10. Gemeindebezirk in Wien stark von Kriminalität belastet ist. Er gehört zu den drei belastetsten Bereichen und es hat sich gezeigt, dass drei Hotspots, insbesondere im Bereich der Suchtmitteldelikte, Körperverletzungsdelikte und der Vermögensdelikte bestehen. Aufgrund dieser besonderen und detaillierten Analyse wurde die LPD Wien vom Bundeskriminalamt beauftragt, einen Maßnahmenplan zu erarbeiten und täglich Schwerpunktaktionen vorzunehmen. Dabei kamen sowohl zivile wie auch uniformierte Bedienstete des Landeskriminalamtes, der IGS, der Bereitschaftseinheit, der weiteren Kräfte des Bezirkes zum Einsatz. Im Fokus standen Körperverletzungsdelikte, Suchtmitteldelikte, Sachbeschädigungen, aber auch Delikte nach dem Waffengesetz. Durch diese Schwerpunktmaßnahmen, die tagtäglich abgehalten wurden, erzeugten wir eine entsprechende Kontrolldichte. Und auch bei der Bevölkerung blieben die Schwerpunktmaßnahmen nicht unbemerkt. Sie zeigten sehr positiv Wirkung und sprachen auch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten darauf an. Darüber hinaus zeigte sich sehr rasch, dass wir aufgrund der Schwerpunktaktionen einen deutlichen Rückgang bei deliktsanfälligen Personengruppen bei der Tatverübung bemerken konnten. Wie der Herr Bundesminister bereits ausgeführt hat, kamen allein im Monat März 645 Polizeibedienstete bei den Schwerpunktaktionen zum Einsatz. Es wurden 102 Festnahmen
davon 78 alleine nach der Strafprozessordnung vorgenommen. Es wurden 161 strafrechtliche Anzeigen erstattet, nach dem Suchtmittelgesetz, aber auch Einbruchsdiebstähle, Körperverletzungsdelikte, Raufhandel, gefährliche Drohungen, sexuelle Belästigungen, Sachbeschädigungen und Waffendelikten waren dabei involviert. Insgesamt, und das zeigt auch den Kontrolldruck, den wir erzeugten, wurden 3.254 Identitätsfeststellungen vor Ort vorgenommen und wichtige Erkenntnisse zu Strukturen und bandenmäßigen Ausprägungen gewonnen. Eine mehr kilogrammmäßige Anzahl an Suchtmitteln, darunter auch schwere Suchtmittel und mehrere tausend Euro an Bargeld wurden sichergestellt. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl an Verwaltungsstrafanzeigen erstattet. In Ihren Unterlagen, die Sie im Anschluss bekommen, werden einige Beispiele angeführt, wie wir dort operativ vorgegangen sind. Ich darf zum Beispiel anführen, wie Polizeikräfte, die bei der Schwerpunktaktion eingesetzt waren, am Hauptbahnhof die Übergabe von einem verdächtigen Gegenstand beobachtet haben, darauf eine Observation gesetzt haben, zugegriffen haben, beim ersten Täter dann 18 Portionssäcken Crystal Meth sichergestellt haben. Daraufhin wurden weitere Observationen vorgenommen, eine Hausdurchsuchung. Bei dieser Hausdurchsuchung wurde eine Abnehmerin festgestellt, gegen die auch ein internationaler Haftbefehl bestanden hat. Bei den weiteren Ermittlungen kamen Erkenntnisse zu einem Lieferanten. Es wurde bei einer Pizzeria und bei einer weiteren Wohnung Hausdurchsuchungen vorgenommen, Suchtgift und Bargeld sichergestellt. Und in Summe konnten 6 Festnahmen alleine aus dieser Amtshandlung bewirkt werden. Dabei 2,8 Kilogramm Opium sichergestellt werden, 704 Gramm Crystal Meth, 155 Gramm Kokain, darüber hinaus Amphetamin und Cannabis, sowie ein Bargeldbetrag von 4.625 Euro. Ein weiterer Fall belegt, dass 2 Zielpersonen allein diese Formulierung zeigt, dass sie unter Observation standen, sich im Bereich des 10. Bezirkes mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu Tatörtlichkeiten hinsichtlich Einbruchsdiebstähle bewegt haben. Sie sind dann zu Fuß weiter vorgegangen, haben sich geteilt, damit dass die Observation schwieriger war, haben ganz gezielt den Fußgängerverkehr und die Umgebung beobachtet. Und nachdem eine Person die andere abgedeckt hat, haben sie in ein Fahrzeug eingebrochen, daraus einen Rucksack entwendet und die eingesetzten Kräfte, die die Observation aufgezogen hatten, konnten sie unmittelbar nach Tatbegehung festnehmen. Und ein weiterer Fall belegt auch, der sich wiederum im Bereich des Hauptbahnhofes ereignet hat, wie sich eine Personengruppe im Hauptbahnhof bewegt hat, ohne den erforderlichen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Sie wurden von 2 Sicherheitsbediensteten der ÖBB darauf angesprochen, woraufhin eine Person mit Faustschlägen und Fußtritten vorgegangen ist, die Sicherheitsmitarbeiter dort schwer verletzt haben. Und daraufhin haben sie die Flucht angetreten. Einige hundert Meter entfernt von der Vorfallsörtlichkeit wurden dann diese Personengruppe und der Tatverdächtige von den Schwerpunktkräften angehalten. Und bei der weiteren Ermittlung, insbesondere bei der Einvernahme, hat sich herausgestellt, dass der Täter auch ein weiteres Gewaltdelikt im Jahr 2020 begangen hat, das bislang als UT geführt wurde. Zusammenfassend kann ich festhalten, dass die geplanten Maßnahmen unter Nutzung neuer Formen der Kriminalanalyse sehr erfolgreich umgesetzt wurden, dass eine erhöhte Aufklärung stattgefunden hat. Das belegt schon die Zahl von 161 gerichtlich strafbaren Sachverhalten, die zur Anzeige gebracht wurden, somit aufgeklärt wurden, aber auch die hohe Anzahl von Festnahmen, dass das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung vor Ort deutlich gestärkt wurde. Ich habe es angesprochen, die Bevölkerung hat Kenntnis erlangt von den Schwerpunktaktionen, hat die eingesetzten Beamten positiv darauf angesprochen und dass Kriminalitätshotspots effektiv mit diesen Maßnahmen bekämpft werden konnten. Vielen Dank. Danke für Ihre Ausführungen.